weil erwiesenermaßen häusliche Gewalt als Ursache von Verletzungen oder Krankheiten zu wenig erkannt wird und weil die Fachpersonen oft auch hilflos sind, wenn sie solchen Situationen gegenüberstehen. Und man weiß aus Studien, dass Opfer häuslicher Gewalt es sehr begrüßen, wenn sie darauf angesprochen werden und dann die Fachperson auch das Wissen hat, adäquat zu handeln. Also erstens mal finde ich es schon super, wenn sie überhaupt daran denkt, dass es häusliche Gewalt eine Rolle gespielt haben könnte. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn jemand daran denkt, dann wäre es sicher sinnvoll, das anzusprechen, wenn das Setting das erlaubt und die Fachperson sich auch sicher genug fühlt. Wenn sie es nicht ansprechen möchte, dann wäre es sehr wichtig, dass sie es weitergibt, der betreuenden Person, die nach ihr kommt, den Ärztinnen oder Ärzten oder allenfalls auch Kolleginnen und Kollegen, die sich vielleicht auf diesem Thema sicher fühlen. Aber man sollte es nicht einfach so stehen lassen. Dieser Fachkurs wurde konzipiert für Fachpersonen, vor allem auf Notfallstationen oder Institutionen, die mit möglichen Gewaltopfern in Kontakt kommen könnten. In den USA gibt es schon lange Forensic Nursing, bei uns ist das eine relativ neue Richtung, die man einschlagen kann. Und es ermöglicht dann den Fachpersonen, dann adäquat mal Gewaltphänomene zu erkennen, diese zu identifizieren, darüber zu sprechen, also anzusprechen, allfällige Verletzungen adäquat und forensisch korrekt zu dokumentieren und dann natürlich ganz wichtig, die richtigen Schritte einleiten, Kontakte zu knüpfen zu allfälligen Vernetzungspartnern.